So Leute, wir entfernen uns jetzt hier von diesem Ruckel-Erlebnis. Das ist ja echt schlimm, ey. Weg hier. Ich hoffe, dass im Spaceport das ein bisschen besser ist. Und dann zeige ich euch den Lynx Rover. Oh mein Gott. Ich hoffe, mein Rechner hat sich jetzt hier nicht den Messevirus eingefangen. Oh Gott. Aber ich glaube, jetzt wird es schon besser. Also die Messe ist irgendwie, ich weiß nicht. Komisch, ne, eigentlich. Das ist genau auf der Messe. Also entweder ist sie schlecht programmiert oder ich weiß nicht. Eigentlich nimmt man ja so dasselbe Layout von den Jahren zuvor und baut das einfach wieder so zusammen. Aber irgendwas hat da sehr performancemäßig Probleme. So, auf zum Area 18 Spaceport, Teaser Spaceport. Und dann gucken wir mal. Zeige ich euch den Lynx. Oh, ich oh ja. Genau. So müssen wir. Hallo? Ich möchte gerne hier raus. Ja, das ist schön, dass du. Ja, ich will aber. Sowas. Es gibt doch noch diverse Probleme hier. Da muss man sich so setzen, meine Herrschaften, setzen. Bitte alle einmal hinsetzen hier. Oh ja, Desync. Plöpp. Habt ihr gesehen? Ja, es läuft ein bisschen ungerade. Aber ist ja auch egal. Ich will euch einfach nur den Rover zeigen, also den Lynx-Rover. Damit ihr einen Eindruck davon kriegt. Ich werde da jetzt auch nicht viel mitmachen. Ich habe den bei mir in der Conny drin. In der Phoenix. Den da mal einfach reingepackt. Und versucht den jetzt mal im Hangar mal eben euch raus. Oh, das Gott. Das hört sich so komisch an, ne? Das hört sich so komisch an. Aber wahrscheinlich ist das bei euch sowieso normaler Sprachgebrauch. Also ich werde den Rover auf jeden Fall da aus dem Constellation rausholen und euch einmal zeigen. Und ja. Und da hinten, da wird morgen die Drake-Messe sein. Die DefenseCon. Und da werden wir dann sehen. Ach, ich kann nicht vorbeigehen. Ich kann nicht vorbeigehen, Leute. Ich kann einfach diese Kittel nicht auf dem Boden liegen sehen. Wenn ich dran denke, es gibt 43... Was? Warum? Wieso? Nein! Ich habe nichts getan. Okay, dann gucken wir mal. Ich war unschuldig, ich habe nichts gemacht. So, jetzt müssen wir hier einmal so runter. Da war sie. Nee, da war sie nicht. Ganz nach unten. Ja, man hat zu viele Schiffe, glaube ich. So. Da ist sie. Six. Four. Okay. Nee, dich will ich jetzt nicht. So. Dann gehen wir hier rein. Und fahren einmal nach vor. Warum ist 2 angetickert? Ich will nicht nach 2. Hat mich da einer gerufen? Ich will nach 4. Hallo? Ach, ja, dann geht doch da raus. Jetzt haben die schon wieder die Aufzüge zusammengelegt. Habt ihr das gesehen? Ich kann gar nichts dafür. So, Freunde. Machen wir es auch schnell und schmerzlos. Ich hol ihn einmal raus, okay? So, hier ist die Phoenix. Emerald. Und da seht ihr schon Aris Eye Lynx. Der steht nämlich da drin, ne? Ich werde ihn jetzt rausnehmen. Ich hoffe,
Ich hoffe, das funktioniert jetzt und ich muss jetzt nicht, ihr wisst nicht, was ich meine, aber egal, das ist wieder ein anderes Thema. Ich zeichne euch jetzt einfach mal so, wie er hier ist. Da ist er. Tada! Ich habe natürlich jetzt keine Leuchte, aber ihr seht schon, man kann reingucken von außen. Da, der ist der Innenraum, den ihr vorhin vermesse gesehen habt. Nicht vorhin, sondern in der letzten Folge. Und von links kommt man rein, haben wir gesagt. Da. Dann gehe ich da mal rein. Das läuft schon ein bisschen besser. Also wie gesagt, hier oben habt ihr das Fach. Ne? Da könnt ihr dann eine Kiste reinstellen. Machen wir mal zu. Auch schöner Mechanismus. Und dann wollte ich euch noch das Waffenfach zeigen hier. Dieses Waffenrack. Aber ist jetzt nichts Besonderes. Zack, fährt ein bisschen raus. Könnt ihr natürlich in der Mystic-Zone nicht. Aber was cool ist, hier habt ihr so einen Kühlschrank. Oder so einen mit Getränken. Seht ihr? Können wir hier jetzt theoretisch wahrscheinlich auch noch eine Flasche reinstellen. Ich versuche das jetzt mal einfach. Ich nehme mal die da in die Hand. Oder warte mal, nee, wir nehmen mal eine andere. Wir nehmen mal eine. Na, ist egal. Eine lila. Ne? Wir nehmen mal eine lila zur Hand. So. Da ist sie. Und dann place ich die mal. Und dann sehen wir, dass wir die da auch reinstellen können. Seht ihr? Und dann können wir das auch zumachen. Und dann ist die da in unserem Schränkchen. Oder in unserem Kühlschrank. Das ist cool. Können wir uns Verpflegung ohne Ende machen. So. Und hier können wir uns reinsetzen. So. Und jetzt kommt was ganz Cooles. Hier können wir uns so ein... Pass mal auf. So einen Monitor aufschalten. Jetzt ist die Frage. Diese Werte oder diese Preise. Sind das die aktuellen? Das wäre natürlich cool, ne? Wenn man dann hier so aktuelle Werte hätte, zum Beispiel für Laranit, dann wüsste man immer, was man beim Handeln kaufen müsste, dürfte, sollte, um Geld zu verdienen. Also hier so der mit dem Monitor finde ich total cool. Hier so klick, klick, stark, oder? Und jetzt kommt der Hammer. Der Stuhl hat auch einen Knopf. Klock. Dann sitzt ihr hier im Stuhl. Und das Geile ist, ihr könnt noch nicht mal mit Z aufstehen. Geht nicht. Das heißt, wenn ihr hier sitzt, kann euch der Gegenüber, und dann könnt ihr hier so wirklich Handelsgespräche machen, ihr könnt Warengespräche machen, ihr könnt eine Flasche Shampoos dabei trinken, schön zwei Gläskes, ne? Also richtig interessant. Und man kann euch natürlich von außen beobachten. So wie ihr auch außen alles beobachten könnt. Ich wollte mal noch mal gucken, oh, geht hier auch was auf? Nee, ne? Da geht nichts auf. Nee. Leider nicht. Ja, aber man sieht hier alles, ne? Und wenn ihr jetzt hier wieder raus wollt, müsst ihr einmal den Sitz wieder hier anklicken und dann könnt ihr hier mit Z auch raus. So, ich mache hier auch mal wieder zu. Klock, klock. So, und dann setze ich mich mal hier rein. Jetzt seht ihr, wie die Armaturen jetzt. Toll, ne? Toll, wie das hier so... Ne? Ich mach mal an. Toll, ne? Ja, und hier haben wir halt diese gängigen Knöpfe. Remote Turret. Da haben, wir haben ja auch einen Remote Turret. Der geht natürlich hier in der Mystic Zone nicht. Wir haben auch eine Selbstzerstörung. Da drücke ich jetzt aber nicht drauf. Das ist nämlich etwas anderes. Dann halt hier die Engine off, Engine aus. Und Power off. Können wir mal machen. Und hier halt, ne, für den Beifahrer haben wir hier auch noch was. Und hier können wir halt die ganzen Sachen frei... Was ist das? Freigabe rufen, okay. Ja, genau. Aber ich mache jetzt mal wieder Power off. Steh mal auf, dann fährt das Ding wieder ein. Cool, oder? Ja, Freunde. So auf die Schnelle mal den Lynx gezeigt. Und wie gesagt, hier kommt ein Feuerlöscher rein. Do not obstruct. Ja, bitte nicht entwenden, oder? Obstruct, ja.
Es ist ja keiner da zum Obstrakten, ne? Ja, also ihr habt da einen kleinen Cargo-Raum. Ich finde den schön. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Und hat auch ein hochwertiges Design. Vor allem mit den Leuchten finde ich das cool. Da kann man im Dunkeln auch immer was sehen, ohne Licht zu brauchen. Natürlich hat er auch Licht, logisch. Ne? Hätte ich euch vielleicht mal anmachen sollen. Der natürlich da. Mal hier Lynx. Habt ihr gesehen? Lynx da. Jetzt kommt man es ganz kurz sehen. Ja, das ist der RSI Lynx. Das ist cool. Ich finde ihn cool. Ja. Toll. So. Und dann machen wir das mal wieder hier zu. Geht das von hier? Ich glaube ja, ne? Close, genau. Und dann fahren wir wieder da oben. In den Bauch der Constellation. Ah, ich mag die. Die Phoenix mag ich. Ich habe ja noch ein Ziel. Ich will die ja auch in-game mir erwerben. Ja, und dafür will ich Geld erwirtschaften. Das ist so mein Ziel. Ne? Also Aufträge machen, Bunkermissionen machen, bis ich mir irgendwann die Phoenix in-game kaufen kann. Das ist so mein Ziel. Und dann nochmal so 2 Millionen liegen haben, um dann ja, halt was auf der Tasche zu haben. Ne? Mal gucken, wann ich dieses Ziel erreiche. Ob schon mit der 3.19 oder erst mit der 3.20. Ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr habt so ein bisschen gucken können, ob der euch was für euch ist, der Lynx. Der Lynx? Ne, den könnt ihr, wie gesagt, kaufen im Moment. Tut das. Oder wenn ihr ihn in der Conny habt, dann könnt ihr ihn auch irgendwo auf dem Außenposten spawnen. Und dann in die Conny packen. Und eins toren. Das Schiff. So wie ich es auch gemacht habe. Okay, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sag mal bis zum nächsten Video. Bis dahin erstmal. Ciao.